folgende Personen hat. Die Wahlberechtigten sind. Ruhe. Sie ergibt. Ja? Was? Okay, laden. Es war ein Schlag nach hinten und so. Also nach der Gerichtsverhandlung versuchen wir den nochmal anzugreifen. Und zwar nicht das Gebäude, weil irgendwie klappt das mit unseren Hauptpersonen nicht. Können wir was gucken, was ein neuer Adelstitel kosten würde. Ach, was ist eigentlich mit einer Mühle? Ah ne, das ist ziemlich billig. Amtssitzung beginnt ohne euch. Die Amtssitzung beginnt ohne euch. Ja, ja. Die Amtssitzung beginnt ohne euch. Ja, ja. Die Amtssitzung. Werte Ratsmitglied, lasst uns der Folge die Wahl. So, stimmen wir alle mal für Bruce. Ein Rohstoffvorkommen, werte Freunde. Ein Rohstoffvorkommen ist erschöpft. 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 Nun? Ach nee, das funktioniert bei unseren eigenen. Okay. Was eigentlich auch nicht dumm ist. Obwohl, weißt du was, wir machen das nicht offensichtlich hier irgendwo, sondern... Schade, dass die hier nicht mehr arbeiten. Ich meine, das ist ja schon relativ offensichtlich, aber... Ja. Der König? Ach, verdammt. Ich wollte gerade einfach dann die Leute hinschicken. Okay, wieder KI kontrolliert. König. Dumm, du läufst jetzt aber zurück, der Herr. Euer Hochwürden. Aha. Okay, jetzt läuft er zurück.
weiter nichts ist? In einem Kontor ist das vergünstigte Warenangebot erloschen. In Ordnung. Wie ist der Plan? Wird erledigt. Okay, alle Mann zurück zum Haus. Puh. Wenn weiter nichts ist, wird erledigt. Erledigt schon wieder. In Ordnung. Ist Brotzeit? Klick nicht immer so heftig, bitte. In Ordnung. So, mal gucken, wer jetzt hinläuft. Gucken, wo sie gerade nochmal hinläuft. Nach hier unten. Sommer 1429. Kind kann eine Lehre beginnen. So, dann haben wir jetzt unsere Chance. Gehen wir dort hin. Sich Regen bringt Segen. So, dann machen wir hier. Ja, gut. Wo soll ich zuschlagen? Wird erledigt. Nein. Oh, nee, ich schon wieder. So, und du rennst mal zum Rathaus. Weil wir können uns dann gleich einen neuen Titel kaufen. Wohl, welches Kind kann eine Lehre beginnen? Das sollte man direkt mal machen. Wohl, naja. Mein Korn ist nicht falsch. Der Ehre wegen. Thank you.
Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Mit Freuden. Ans Werk. So, gerade mal eben ein bisschen Steuern verunten. Was? Steuern verhinterzogen, gedönst. 8000, das wäre noch schon mehr. Hä? Und einen Titel kaufen. Mit Freuden. In einem Kontor werden Waren zu günstigen Preisen feilgeboten. Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Wunderschön, die Vögel singen. Wenn ich euch so sehe, kann ich mir schon fast denken, warum ihr gekommen seid. Ihr wollt 150. Sicher vermittels eines höheren Adelstitels euer An. Boah. Aber das schaffen wir auch noch. So, nochmal gucken, wo der König wieder rumgammelt. Ah, er läuft zurück. Sehr gut. Werden wir mal aus der Nähe in die Ferne schauen. Oh, da ist er ja schon. Was ist? So. Nein. Kabel, verdammt. So, auf den König, meine Mannen. So, erstmal ausrauben. Der Sieg ist unser. Ich glaube, sie kann auch noch mal... Quatsch. Ja? Ich habe was im Inventar jetzt. Lederwams, ne. So, dann... sorgen wir dafür, dass es einen neuen König gibt. Ich weiß noch nicht, ob wir es sind oder die Frau von ihm. Und Batsch! Ihr habt gemordet. Der König ist tot. Bruce Nemo ist der neue König. So, Margaret wird sich jetzt auf einen neuen Job bewerben. Sich regen Immunität, königliche Garde rufen, enteignen flammende Rebende und Immunität aufheben. Okay, Bewerbung wurde abgegeben. So, ich muss da mal kurz speichern, eine kurze Aufnahmepause. Wir werden natürlich gleich nochmal ein bisschen die Trödlers hin und her bashen.
Und natürlich noch den nächsten Titel kaufen. Aber dafür speichere ich jetzt mal gerade was auf dem Rechner, nicht, dass nachher was weg ist. Denn bis gleich, also jetzt. So, wir sind wieder zurück. Als erste Amtshandlung... Nochmal. Als erste Amtshandlung... Das ist eine einfache... Das ist ja nur eine Schmiede. Moment. Goldschmiede. Naja, warum nicht? Meine Klinge ist als erste Amtshandlung. Verdammt. Cogito ergo sum. So, die schicken wir schon mal hier hin. Hä? Ach, sie ist ja mittlerweile Landesherrin. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, welche Leute hier überhaupt rumfliegen haben. So, ihr könnt eigentlich hier bleiben. Ja. Bauernfänger von neutraler Fehde. Ja, ja, ganz nett. So, Taschendiebstahl. Hm. Ja, ja, hm. Taschendiebstahl. Ach, das sind, ach ja. Moment, das sind. Nee, das ist doch kein Karren. Yo. Gut. Dann lasse ich den Rest der Leute mal hier stehen. Das war nämlich. Was denn? Ganz normale. Hm. Also, damit könnte ich zwar jetzt Sachen machen, aber es ist effektiver, hier Wege zu lagern. Hm. Und mit meinen Leuten einfach die Diebe zu schützen, weil dann werden so viele Leute hier auf die Gegner einprügeln. Das glaubst du gar nicht. Einfach perfekt geschützt. So, du enteignest jetzt mal hier die Schmiede. Können wir zwar dann nicht aufwerten, aber egal. Ja, damit hätten wir das jetzt eingenommen. Erweitert ist es. Auf höhere Stufe können wir leider nicht, weil wir den Grad gar nicht haben. Aber wir können es natürlich verwalten lassen. KI. Maximal. So. Ihr habt das Gebäude Schmiede zur heißen Glut erfolgreich annektiert. Hannelore Tantler ist darüber allerdings weniger erfreut. Was natürlich jetzt sehr überraschend ist. Eine flammende Rede. Nicht nur Adlige, eures Reichen bedarf besonderer Zuwendung, so ihr länger plant, auf dem Thron zu weilen, denn auch das einfach Volk will umsorgt werden, wie Kinder von einer Amme. So lasst euch ab und an herab und sprecht zu eurem Volke. Sie werden es mit euch mit Liebe und Vertrauen lohnen. Das war jetzt nicht die beste Uhrzeit, aber... So sei es. Wir sind König. Die nehmen sich alle frei, um uns zu hören. Alter Mann, ja, immer noch Vöglein, müssen wir auch vielleicht mal irgendwie ändern. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch schaffen. Das leibliche Wohl ist ein gewichtiges... Jemanden verbannen, Gebäude abreißen. Haben wir denn noch Gebäude, die wir kaufen können? Nur Häuser. Wie sieht das in den anderen Städten aus? Düsseldorf. Nichts. Ist ja auch irgendwann vor ein paar Runden eine Dynastie ausgestorben. Vielleicht hat die irgendwas hinterlassen. Aha, Raubritter. Diebe. Was lohnt sich eigentlich alles nicht für uns? Also gut, Diebe schon. Kaufe ich jetzt auch mal. Ihr habt ein Gebäude gekauft. Hauptritter eher weniger, oder? Bevor die jemand anderes kauft. Ihr habt ein Gebäude gekauft. Bevor die jemand anderes kauft und uns damit ewig Ärger machen. So, die werden dann mal schön hier auf dem Marktplatz Diebstähle begehen. Erweitert alles. Boah, perfekt.
Was liegt an? Wird erledigt. Was liegt an? So, dann haben wir hier nochmal irgendwas. So. Mit der brauchen wir eigentlich gar nicht. Müssen häufiger mal Leute stehen vor der Kirche. Obwohl, ich mach das einfach hier. Nee, voll. Einen hier hinten. So. Ja, komm. Mach ich. Muss zwar die Ansprache abgebrochen werden, aber... Naja. Kommt vor. Beute machen. Und ihr hier. So, Gebäude gekauft. Das eine direkt wieder abgerissen. Hallo. Ah. Moment, muss mal kurz einen Frosch entfernen. So, wieder da. Köln. Gibt's hier irgendwas zu kaufen? Nee. Gut. Dann hätten wir das. Unser Riesen-Imperium. Sind jetzt alle Räuber tot? Ach so, nee, die sind nicht auf Karrenüberfälle eingestellt oder haben sich gerade... Ah, die sind ein bisschen verletzt. Was liegt an? Aber hallo, sind die verletzt? Wenn ihr meint. So. Gleich kommt die Verhandlung. Aber keine Landesherrin mehr, sondern eine Feldherrin. Wollen wir noch ein paar... Ein paar Tausend, ne? Wir könnten... Nein. Ah, das geht erst wieder in 11 Stunden. Okay. Cui bono? Wunder wirken! Jung. Unser erstes. Okay, wir stellen mal ein paar. Oh, Meister. Ne, haben wir natürlich keinen. Geselle. Ja. Geselle. Ja. Geselle. Ja. So, jetzt haben wir mal ein paar Leute eingestellt, weil, ehrlich, das kann man immer gut verkaufen. Komm, Karren noch zwei Stück dazu. Okay, Beschläge sind nicht viel wert, aber... Vorkommen ist erschöpft. So, Verhandlung beginnt. Nun. Lass Ruhe einkehren und uns mit der heutigen Sitzung beginnen. Auf der Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amtssessel. Der ruhmreiche Posten des Feldherrn. Verdammt, das ist ja mein Amt. Folgende Bewerber haben sich eingefunden. Peter Hühnerhorst. Margaret Nemo. Die Wahlberechtigten sind... Bruce Nemo. Warum denkt ihr, dem Rat weiterhin gut dienen zu können? Ich habe immer gut gedient. Ruhe! Lasst uns einfach abstimmen. Ja. Damit ist die Wahl beendet. Wir haben nun eine neue Amtsträgerin. Ich gratuliere. Ja, endlich habe ich es geschafft. So, jetzt sind wir definitiv die mächtigste Dynastie. Wir sehen uns wieder. Und dann macht euch auf etwas gefasst. Ja, ja, ja. Auf der Tagesordnung steht die Debatte um folgenden Amtssessel. Der Posten des Marschalls. Folgender Bewerber hat sich eingefunden.
Aha, Osborns von der Tower of Feder, was uns eigentlich gar nicht mehr zu interessieren braucht. Tandler oder... Ja, lieber Tandler. Der wird so oder so gewählt. In einem Kontor? Ja. So, was machen wir jetzt mit den Tandlers? Vorkommen. Ihr wurdet angesprochen. Ja, Tandler, in dem Fall mal aus Ausnahmsweise und so. Ah ne, ich wollte gar nicht ins Bankhaus. Ich wollte hier nebenan ins Gasthaus. Okay, hier sitzen ein paar Leute mehr drin. Wem gehört das eigentlich? Trollinger, ah, okay. Ein Rohstoffvorkommen ist erschöpft. Ihr habt ein Amt erhalten. Immunität, Rage. Jemanden zum Kämpfer ausbilden. Waren konfisziert und verbesserte Befehlsstruktur ist jetzt unsere Feldherrenfähigkeit. So. Er hat jetzt hier noch. Okay, kann er nicht mehr Immunität aufheben, sich tarnen. Paket der Reichspolitik. Ein Rohstoffvorkommen ist erschöpft. Euch als oberstem Herrscher obliegt die Verantwortung über Krieg und Frieden in eurem Reich zu entscheiden. Ein Rohstoffvorkommen ist erschöpft. Nehmen wir mal Frieden. So, was hat sie denn jetzt? Kreuzzug anführen. Ein Kreuzzug wurde ausgerufen. Kommen die Wachen von ihm dann eigentlich mit? Interessant. Kämpfer ausbilden, sich selbst um Kämpfer ausbilden, Waren konfiszieren, Rage. Ihr besitzt große Führungstalente. Mit euch an der Spitze eines Heeres ist der Sieg mehr als greifbar. Stimmt euren wortgewaltigen Schlachtruf an und eure Männer, Mann, Entschuldigung, wie auch ihr selbst werdet von einer kaum zu bändigen Schlachtenlust erfasst, die alle Gegenwehr brechen wird. Wo konfiszieren wir denn mal ein paar Waren? Ich glaube, da gibt es nur eine Sache. Und zwar bei denen hier in der Drechslerei. Ach, die haben unten noch was, ne? Mit Steinschneider Gedöns. Ich bin gerüstet. Okay, ach, die Königliche Garde braucht ein bisschen, bis sie kommt. Kleinigkeit. Dort ist die königliche Garde. Was? Wen greifen die denn an? Geil. Was nun? Kleinigkeit. So sei es. Ihr habt gestohlen. Wir sind doch König, ne? Die mögen wir eh nicht. Mal gucken, was passiert. Ihr habt gemordet. Ja.